Knifelife. Somit auch viel Spaß hier an alle Deutschen mit dem Spiel. Deutschen Messer sind ja wesentlich schärfer. Ah, doch nicht ganz. Tess macht da beim Spruch einen Strich durch die Rechnung. Ist die Windy Knife und will CT starten. Bleiben auch. Scheint er doch relativ flüssig zu laufen, dann doch bei vielen. Also wie gesagt, alle mal F5 drücken. Vor allen Dingen, was helfen kann, ist Flash Cache löschen. In der Windows-Systemsteuerung dort unter Flash suchen. Dort kann man die ganzen Daten mal löschen. Das kann auf jeden Fall helfen. So, Pistol ist live. Tess spottet er direkt in Mitte. Bin mir gerade nicht sicher, ob er den gesehen hat. Boah. So liegt er direkt B. Boah, so liegt direkt den B-Spieler gemacht am Auto. Kuben Pascha noch dort. Flächen sich da selbst. Boah, so liegt gibt da weiter Hits. Sehr, sehr stark. Boah, jetzt Kuben da rechts gemoved. So mit Refrag gesetzt. Lord auch Chaos gespottet. Boah, schön den. Na, eh noch, oder? Ah, ein bisschen Damage an Crystal noch gemacht. Der ist der Einzige, der noch A-Spot aufhält. Kann einsetzen. 4 Schuss noch. Reload sitzt. Einer auf Spot geschoben. Sehr stark gemoved von Pascha. Und beide im großen Sand. Teststrip ist auch richtig, richtig knappe Runde. Boah, Crystal, schöner Shot. Und nur noch Kuben über Mitte. Wir wissen, wo er ist. Standard wird nicht gelegt. Nette Pose da am Friedhof. Gut zum Abfacken. Boah, Martin gewinnt die Pistole. Stark gemacht. Vor allem richtig starkes Opening von Solek. Och, was ist das denn eigentlich für ein Raum? Auch schön. Keine Fess... kein Holz. Holz. Kein Holz. Holz. So, das ist doch auch ein spannendes Spiel hier offen. Hat den komplett erstmal abgedeckt. Ist hier eine kleine Falle Mitte gebaut. Damit 4 Leuten. Aber warte nicht. Beweist hier einen guten Riecher. Und schieben. Zumindest die Bombe vor B. Crystal M&L machen da jetzt noch was am Großen. Boah, dann werden sie in die Falle laufen. Aber jetzt sieht er die. Boah. ML da aufräumt. Krass. Haben sie schon so eine schöne Falle gebaut? Boah. Ich Crystal ihn nicht kriegt, aber schön rumgezogen von Lord. Ja, der ist noch, muss man eh drücken. Willkommen in CSGO. Fake Steps begleiten sie noch weiterhin in dem Spiel.
das Ganze schon sehr, sehr strange irgendwie. Mal schauen, ob die das mal fixen. So, testen wir mit Pits, wo... mit Max 7. Ich bin noch ein bisschen erkältet, ja. Aber es geht schon wieder ganz gut eigentlich. Vorgestern war es am schlimmsten. What? Lord? Nette Posi? Scheinbar auch ungesehen dahin gekommen. Aber da hat er so extrem... Boah! Oh, was für ein krasse Flash. WTF. Der war ja mal komplett anti. Doch abgesmoked. So liegt schon am B von. Flash für Rack. Boah, ist aber selbst blind. Ah, genau links steht da einer. War jetzt auf den Go. Oben drauf gewesen. So, noch was noch Rack. Ist da Bogen durch. Rückgang angesagt. Boah. Schönes Lenkrad, einmal links, einmal rechts. Keinen davon noch irgendwie nennenswert gehittet. Gucken, da hat sich noch die Mac 7 geholt. Hat sich Pascha eine Waffe erbeutet. Ja, eine Bison. Trifft vielleicht noch auf MNL. Ja, zumindest hat die Steps gehört. Ist sie will hier noch eine Waffe abstauben. Oh, schade. Aiming noch nicht ganz gesessen bei Gruben. Dafür aber bei Pascha. Eine Waffe noch bekommen. 3 overall in der Runde. Kann sich doch sehen lassen. Trotzdem 3-0 für die Deutschen. So, ziemlich gespannt. Keine Arme. So legt er für mit einer Lanze. Legt er schon wie eine Pistole am Auto an. Oh, schon wieder hier so eine Bugsmoke. Das ist ja echt. Das ist ja die Härte. Das ist so krass in dem Spiel. Mal gucken, ob sie das überhaupt noch fixen. Oder ob sie das als Feature durchgehen lassen. Deswegen, das habe ich schon mal gesehen, die wird hier oben irgendwie direkt draufgeworfen. So, Mitte wird abgeflecht, aber ESC deckt dann relativ offensiv. Jetzt ganz kurz B gespottet. Boah, der ist richtig blind. Aber es kommt kein Go. Jetzt erst der Go. Das macht Tess noch die Möglichkeit, einen Frag zu setzen. Wahrscheinlich auf Spot auch direkt gerefragt. Sehr, sehr starker Go bisher von Alternate. Kuben und Neo im Retake. So, lag nochmal der AWP. Wo steht er? Im Spot. Vielleicht nicht ganz die beste Wahl. Och, Kuben sogar nochmal über Haus geschoben. Ja, wir werden aber safe. Wir haben nicht mal ein Kit. Sehr schöne Action Gango. Ganz kurz schauen, wo Lord gestorben ist. Also Terror. So, die beiden können einfach im Sandkasten überleben. Hier ist er. Okay. Scheinbar da noch blind gewesen. Aber guter Start hier für Alternate. Direkt das 4-0. ESC hat aber nochmal gekauft. Ich bin zu dritt B an. So, ist auch abgesmoked. So kann der nichts machen mit Habe. Hack
Haus. Oha. Diesmal das eigene Smoke von Lord. Boah, wie weit Pascha schon unten ist. Dann wird auch abgelenkt von Neo. Nochmal nachgesmoked worden. Was? Hä? Was hat so liegt denn da durch? Das war doch durch die Smoke, oder? Krass. Aber trotzdem, Pascha noch die Kontrolle, somit eigentlich noch nichts verloren. Ja, die gehen immer nach 50 Sekunden noch. Boah, sie rechnen schon irgendwie damit. Sie warten halt, bis die Smoke weg ist. Bombe noch falsche. 40 Sekunden, also Alter, lässt sich sehr, sehr, sehr viel Zeit. Jetzt rennt Solek allein vor, weiß somit, dass da einer unten ist, aber derweil kommt der Action Gango. Da wird nochmal eine Flash auf die Flash von MNL gewartet. Lord diesmal einmachen können. Spot noch Tess, wichtig. Oh, und kann den Lega machen. Schöner Move auf die Kiste. Oh, und Crystal gegen zwei. Oh, Headshot sitzt nicht. Jetzt muss er tot sein. Pascha wäre schon von hinten gekommen. Hui. Trotzdem knapp. Aber für meinen Geschmack. Ja, gut, man hat ja echt gewartet, bis die Smoke weg ist. Aber an sich verdient gewonnen die Runde für Alternate. Für ESC. Eigentlich, nachdem Pascha dort. Ja, schade, dass man halt nicht Banane zu zweit rein ist. Wenn man da Pascha direkt killt, muss man. Einfach B rauffahren und das dann runterspielen. So, und jetzt mal direkt am B anlegen. Auch ekelhaftes Timing gerade gewesen bei Neo. Das schien fast so, als ob sie da schon rumziehen. Jetzt auch zu viert unten. Boah, boah, Track, bitte, bitte abgehamt. Ganz weit unten CT, T-Base. Boah, er hat einen Tower gesehen. Boah, und die Nate sitzt gut. Auch ein sehr interessantes Duell da auf dem Spot. So, Neo smockt gleich nochmal nach. Jetzt ist die Frage, ob. Ja, da gibt es gerade eine Flash von hinten. Gegen Flash auch. Kuben ist blind. Neo auch blind. Richtig gute Fläche zu nahe zu nett. Sehen jetzt aber so langsam wieder was. Oh, das Zeitfenster nicht gut genutzt. Scheinbar kann man aber auch gegen Flash ist von Pascha. Also super, dann doch am Ende noch aufgehalten. Solek entscheidet sich direkt zu legen. Macht er gut. Minimals hier noch rausgeholt vielleicht. Wobei die Runde könnte man fast noch machen. Boah, indem man Headshot gibt. Schöne Runde von Rack. One-on-one. Gegen Tess. Mit Kit. Tess sie durch. Tess sie durch. Rack sieht's aber. Oh, ganz starke Runde von ihm. Schöne 3K. So liegt die anderen beiden geschnappt. Macht ein hervorragendes Spiel. Und das müsste Eco bedeuten für die Polen. Und so sieht's auch aus. Also Retake bei ESC sitzt noch nicht so gut. Lord wird er gleich wieder auf Rack treffen wahrscheinlich. Ja. Boah, was ist denn der Nate? Das wird über Bande. Heftig. Hä? Er hat gerade die Flächen in der Hand gehabt. Oh, Refrag. Sehr schön gemacht. Wichtig, da der Refick rausgezogen. Oh, Pascha spottet in der Mitte. Vielleicht pusht er durch. Oh, und Felix deckt. Oh, links. Pascha steht da immer noch in der Smoke. Er schleicht runter. Oh, und haben sich jetzt ausgemoved. Und er hat es jetzt trotzdem fraglich. Oh mein Gott. So, warum sie jetzt noch den Bego spielen, verstehe ich nicht. Aber wieder ist die Zeit, die im Nacken sitzt. Zum Glück ist das eine Eco. Trotzdem hier eigentlich noch unnötig die Waffe verloren und Felix kann vielleicht auch noch sterben mit einem. Oh, Solek auch 9.
Richtig knapp. Wieder nur 30 Sekunden. Eigentlich musste man, hätte man A gehen müssen, aber da mit der Zeit. Weiß nicht, Artnet. Mein 6-1 ist gut. Aber weiterhin so langsam spielt, damit der Rovitzig ESC dann auch irgendwann mal einstellen. Ist hier richtig aggro Mitte. So, haben wir einen Hit gefangen. Wenig ausgeteilt. Und Lord macht da den Dizzy-Move. Habe ich so bisher nur von Disruptor gesehen. Und hat sich auch hier nicht ausgezahlt. Die Polen echt unter Problemen hier irgendwie ein, aber auch nur ansatzweise einen Spot safe zu bekommen. Passiert einfach gerade dick. So, Tess ist in der Laube noch gefangen. Oh, kann noch einen machen, aber low 19 AP. Weiß, dass falsch mit der ist. Kassiert nochmal eine Flash. Neo ist sogar noch am B-Spot. Warte, der war schon A eingenommen. Tess ist gefallen. Tess müsste sich immer noch wissen, wo er ungefähr ist. Spätestens jetzt. Turn 1. Aber wie gesagt, gegen den lowen Tess. Wobei die Bombe. Wo ist die Bombe bitte? Warum ist sie noch nicht gelegt? Und warum sind sie dann nicht gemeinsam bei der Bombe? Oh, 14 Sekunden noch. Hallo? Hallo? Oh, zum Glück macht er mit Ende nichts mit dem. Alter, aber. Gut, er hätte es jetzt noch geschafft, aber lass Tess mal gut und gerne schon am Haus sein. Auf Timing die Bombe schießen. Dann sind es noch irgendwie 5 Sekunden, dann geht er weg und er hat die Runde. Irgendwie seltsam ausgespielt, dass der eine auf Frack hat und der andere irgendwie allein zur Bombe. Ganz, ganz seltsam. Für mich viel, also sehr viel Glück dann. Aber trotzdem 7-1. Hier ist sie nochmal mit Eco. Was. Also jetzt muss ja eigentlich mal irgendwas umstellen. Sie das kriegen halt einfach die Fracks nicht gesetzt. Vor allem am A. B passiert relativ wenig. Vielleicht sollten sie B einfach nochmal pushen. Pascha da Mitte runterschicken. Und dann einfach wieder zu viert A stehen. Oh, schöner Schuss. Schieben jetzt echt nochmal zurück. Boah, nice Headshot von oben. Da wird gereflect B somit frei, aber Neo schon da. Und wenn er ungesehen Seite kommt. Boah, er legt so direkt an mit P zu 50. Boah, auf Timing rum. Ah, schade. Hätte mir besser gefallen, wenn er Ruine geht direkt. Ist, glaube ich, denke ich mal, unerwarteter. Jetzt meinen sie dann das Kreuzfeuer hätten. Ja gut, 8-1 für die Deutschen. Geld wieder bei ESC. AWP sehen wir nicht. ESC macht... Zack, doch B offensiv gewesen. Zwar ohne Pascha, aber trotzdem das gemacht, was ich da predicted hatte. Wenn mein Eltern auch noch einen Strafe Shot bekommen. Kuben mit dicken Eiern. Geht jetzt einfach hinterher und das zahlt sich auf jeden Fall aus. Nein! Boah, da wurde, glaube ich, Mitte geflecht. Bisschen unglücklich von Kuben, aber sie haben keine Ahnung, dass da schon einer hinten durch ist. Und Kuben kann da jetzt naschen. 1-2. Boah, und jetzt ist der Go halt komplett zunichte. Crystal ihn zwar jetzt noch gemacht. Rack sneakt sich durch die Smoke. Schade. Kann er wirklich nichts machen, wenn er da droppt. Starke Runde von Kuben. B-Push direkt ausgezahlt.
So, und jetzt spannende Frage, was ist hier jetzt, also in der Runde spielt? Alternate. Was? Das Eco? Wollt ihr mich verarschen? Krass, führen 8-1. Eine Runde verloren. Tag, Eco. Aber spricht natürlich auch dann eher für SC, dass die Runden immer relativ knapp waren. Auch die Ecos. In den Ecos konnte Alternate nie so wirklich viele Waffen safen. Was ist das für eine Flash? Wieder so eine Aufs Dachflash oder was? Oh, wie blind Neo war. Konnte noch zwei machen. Boah, zweite Offensiv! Alter, 3 und 3. Wo ist der Support? Nice. Sehr schönes Teamplay von MNL. Sehr gut geholfen, dass er Mate. Aber Lord steht. Boah, schade. Gibt ihm auch Headshot. Boah, wenn der Tester macht, hat er 1-on-1, was er holen kann. Haben auch beide nicht mehr ein Kit. Also, das hätte er richtig gut gemacht. Bitter. Pech dann am Ende noch bei MNL, was, glaube ich. 3 zu 8. So, die Runde haben wir vorhin schon gesehen. Direkt B-Gas. Oh, kriegen den ersten. Neo teilt Headshots. Oh, Neo macht zwei. Oh, Smoke. Oh, und stirbt jetzt. Aber Kuben schon da, Kuben schon da, Kuben schon da. Oh. Kassiert von MNL. 2-2. So ein schnelles 2. Selten gesehen in diesem Spiel. So, Frag gefallen. Kubens Posi ist ungefähr bekannt. Zumindest weiß man, dass er im B war. So mit Rack Easy Bomb Plant. Mann, er schiebt sich einfach über hinten. Steps werden gehört. Oh, da hat er die Waffe gesehen. GG. Ah, nein, ich wollte doch gerade. Ich wollte doch gar nicht hier drauf. Aber egal, war eh ein Easy Frag. So, nächste Runde für Alternate. SC. Eine Waffe bei Taz. Ne, kaufen da alle, was geht. Brauchen die Runden. Sie wollen die Runden. Blocken weiterhin offensiv. Ich weiß nicht, also eine komplett defensive Runde hat man halt nicht gesehen am A. Also richtig auf Spot gammeln. Und so irgendwie den Groove halten. Wobei Alternate da richtig gute Flashes wirft. So natürlich auch Gefahr läuft, blind auf dem Spot zu stehen und dann gefleckt zu werden. Und Neo pusht in das Gammel-Eck. Aber es ist nur ein Fake, wie man sieht. Flash von hinten, noch kein Go. Doppel wieder bei Pascha und Lord diesmal. Taz defensiv auf Spot. So, Mitte immer wieder abgeflasht. So, jetzt die Einnahme von ESC. Ganz okayes Timing. So, wieder 20 Sekunden, wieder läuft alternativ die Zeit davon. So, kassieren, wenn Taz jetzt steht. 19 Sekunden noch. Wir haben eigentlich keine Chance, weil Laube werden sie attackiert. Beide Posis dürften eigentlich bekannt sein. Boah, ist. Alternate wird da eigentlich nichts mehr machen können. Sagt er und wurde eines Besseren belehrt. Was zur Hölle? Also. Hä? Könntest du die Runde noch machen? Ohne Spaß. Beide im Sand. Ist muss ich dann noch davon abhalten, auf Spot zu kommen. Ich verstehe es nicht. Boah.
Also sehr mich freut, dass Artie hier so gut aufspielt, aber jetzt mal ohne Witz, ESC gerade wirklich nicht gut, einfach. Das ist nicht das Niveau, was man sich von den Polen erwartet. Lord wieder. Extrem weit durch. Diesmal kommt auch keine krasse Flash. Oh, und jetzt checkt Felix erstes Eck und sie haben sich komplett ausgemoved. Felix sitzt hier und Lord schon T-Rampe. Kommt. Dort wird nicht abgedeckt. Oh, da machen sie gerade einen Tower. Jetzt sollte vielleicht erst den. Oh, er hat jetzt. Oh, ich hasse solche Situationen. Oh, er hat gerade noch gesaved, macht ein. Nein, er pickt die Waffe. Ah, oh, das hat zu lange gedauert. Das hasse ich in Go. Das dauert so lange, bis man die Waffe hat und bis man dann schießen kann. Das ist ihm gerade zum Verhängnis geworden. Schade, Mann. So, da muss ich natürlich auch mal Gedanken machen, wie ist er dort durchgekommen. Aber trotzdem, 11 zu 3. Was eine Ansage. Ich denke, 11-4, damit kann sich ESC noch mehr als glücklich schätzen. So, Pascha Diagakro. Also richtig aggressiv. B auch offensiv, aber Solek schon wieder First weggesetzt. Wieder falsche Mitte eingenommen, diesmal allerdings von Pascha. Oh, stark von Neo. Aber da hat auch irgendwie gerade die Flash gefehlt. Da kam so eine Grand, das war glaube ich eine HE. So, und jetzt Pascha hinten. Müsste Solek gehört haben. Geht deswegen auch nicht raus. Natürlich auch im Nachteil dann mit der Smoke. Neos Posi bekannt. Zieht daraus, kann auch nichts mehr machen. So, jetzt kommt Pascha von hinten. Der ist nicht bekannt. Aber jetzt bekannt. Und Rack Joker Posi. Pusht gerade ans Auto. Boah, wie gut ist das bitte? Krass. Sehr starker Laufweg von Rack. Richtig gut gespielt und Pascha muss da. Boah, muss auch weg. Und kassiert One Shot von Felix. Und Solek schreibt schon GG. What the fuck? Also vorbei ist das hier noch nicht. Aber trotzdem sehr, sehr unerwartet. So, mal schauen, ob Alter die Leistungen der zweiten Hälfte auch noch abrufen kann. In gut 30 Sekunden geht es weiter nach einem kurzen Spot. So, das gibt mir Zeit, in die Comments zu schauen. Bumm und Kass kommen in Aufstellen. Ja, er wollte ja auch die Waffe aufheben. Er wollte sie ja benutzen, aber es hat zu lange gedauert, bis er sie benutzen kann, das meinte ich. Also, weil der einfach noch irgendwie durchladen muss und dann kann er erst schießen. Bumm, kannst du mal Ping zeigen, nur aus Interesse? Das geht gar nicht. 80er, ne, 50 ms. So, ab geht's zur zweiten Hälfte. Direkt der B-Rush. Wird bisher ganz gut. Ganz gut aufgehalten. 3 und 3 rausgespielt von den beiden B-Spielern. Jetzt hier komplett Banane. Felix macht's gut, hat er nach Mitte gespottet. Sollte das vielleicht weiterhin tun? Okay, macht's das gar nicht so schlecht. Behält er die Kontrolle. Jetzt wieder eingesehen. Also sie wissen gut Bescheid, wo ESC steht. Stehen deswegen auch am zweit am B, nutzen dann noch die Smoke. Frage ist gleich, was sie tun, wenn die Smoke weggeht. Eine Minute hat ESC noch. HP-mäßig bei beiden sogar vor. Boah, jetzt gibt's die B-Einnahme mit Flash. Für Rack. Oh. Jetzt einfach weg, weg, weg. Kein Risiko. Sehr schön gespielt von ihm. Warte, nicht. Felix hat doch hinten dicht. 44 Sekunden. So, Gegenflash haben sie sogar auch noch.
Oh, Manuel, jetzt blind. Rack, aber direkt da. Und das gibt Manuel die Chance, um Frick zu setzen. Macht er leider nicht. Und Felix hat sich direkt schon verraten mit der Flash. Oh, und jetzt gegen zwei. Kit hat er. Da sieht eine Flash und Headshot von Kuben. Alter, krass. Aber. Oh, das war eine richtig gute Flash von ESC. Ach, schade. Also, wenn Manuel noch einen macht, hat er Rack halt. Nee, andersrum. Wenn Rack. Nee. Ach, keine Ahnung, der da auf Spot noch war. Wenn er noch einen mitnimmt, gibt's halt nur noch One. Ach, schade. Aber die Glocks dann vielleicht am Ende auch wieder ein bisschen zu stark. Hui, nette Pose von Crystal. Kannte ich so auch gar nicht. Oh, wo ist der dünne Spieler? Ach, Kinderzimmer, wenn nicht. Schön, dann noch geholfen. Oh, Pascha am B eingenommen, sagt es an, holt seine Mates. Und Rack wird von Kuhm noch gehört. Ja. Oh, er macht ihn. Aber mit Problemen. So, 2-5. Das ist ja wahrscheinlich auch gleich das 12-6. Schöner Kommentar, Sven. Oh, wie lustig. Das ist aber geil. Kuhm schießt von hinten noch. Fake, damit das ESC nach hinten ist und abbankt. Und dabei ist Pascha schon vorn. So, schön abgesmoked. Schieben jetzt aber trotzdem alle B. Boah, und Kuhm kassiert. Pascha auch einen Hit. Kuhm Base einge. Boah, das ist echt krass, dass man hier den da hinten anscheinend hört. So, jetzt die Flashes und der Go. Neo wird vorgeschickt. Jetzt kommt es auf die Laufiger an. Und die Fricks. Einer sitzt. Boah, aber bei Alt-Hit-Fan auch die Fricks. Boah! Richtig starke Schüsse von Sonic. Und auf einmal nur noch Test gegen 3. Zwei davon haben wir gut angehittet. Er hat nicht die Bombe. 30 Sekunden noch. Das ist sogar relativ viel Zeit. Auch eine Flash. Oh, die Bombe liegt denkbar ungünstig. Oh, gut Hektik bei Test. Ah, dahinter kannst du nicht legen. Aber davor. Und das müsste eigentlich sogar noch reichen. Und Alternate Rush, der hat abgebrochen. Kriegt ein. Headshot von Rack. Also aim-technisch und Headshots-mäßig geben-technisch ist Alternate schon ist ziemlich stark heute, muss man sagen. Und ich ahne schon irgendwelche Kommentare aller Alternate zu Internet, bla bla. Wobei, ich meine, im Land, da haben sie Draw gegen Very Games gespielt, die dann Dritte geworden sind, von daher ist das sowieso schon Schwachsinn, aber gut. Solik kriegt den ersten. Schön da in den Säulen rausgepflückt. Oh, ich sehe langsam. Schieben wir alle zu Neo scheinbar. Oh, ich bin jetzt 2-2 Split wahrscheinlich. Rack oben noch im Haus. Smoke der jetzt holt viel Zeit raus. Beziehungsweise macht es sehr unangenehm für ESC da durchzupushen.
Gegenfläche auch noch direkt von Felix. Sehr schön gespielt. Fällt mir. Hat gesteppt. Ui. Das Hit an. Hat auch gesteppt. Boah. Und zieht da einfach Meter einfach durch. Wie ein Rasenmäher durch saftig grünes Gras. Und Lothar mit dem falschen Pre-Aim. 14-5. Heftiger. Geht's hier nicht. Tja, wenn man sich das Geld da guckt. Da ist tote Hose bei SC. Lang trotzdem tief rein. Fahren direkt B. Und oh, Alter, jetzt der dritt dort. Und alle defensiv auf Spot auch sehr unorthodox. Also normalerweise dann ja so ein Push eher. Aber komplett defensiv zu dritt habe ich auch so noch nie gesehen. Und die beiden am A haben auch null. Also das verstehe ich dann auch gar nicht, dass dort nur gedeckt ist und Has quasi komplett offen ist. Sehr weird. Jetzt Manuel da, okay. Also vom Timing das wahrscheinlich dann auch so abgestimmt. So, Neo geht auch über. Es gibt aber den Bego. Das ist der erste Macht. Jetzt sitzt. Keine Ruine, das verstehe ich nicht. Wie man da, wenn man schon zu dritt ist, wie sie da beide rechts stehen können. Wo sie halt sowieso abgesmoked werden und Mate nicht helfen können. Jetzt kommt auch Neo von hinten. Nee, sie hat jetzt sogar die Überzahl. Perfekte Fläche gegen Manuel. Aber sogar bei Solek, das wird ein enorm schwerer Retake. Und Neo steht auch noch gegen den zweiten. Richtig starke Eco bisher von SC. Hinter dir. Oh, und jetzt Solek mit Awe. Oh, schön verschossen. Kann den Flex setzen. Hat ein Kit die Zeit. Ah, die Bombe tickt sehr, sehr, sehr schnell. Aber hat keine Ahnung, wo Tess ist. Und dann kriegt auch einen kleinen Klatscher für SC. Für diese schöne Eco. Aber um es einfach nochmal zu sagen. Wenn da schon einer auf Spot steht und man hat zwei Mates. Das macht einfach null Sinn, dass hier einer steht und ja, dass hier irgendwie beide stehen. Da muss eigentlich schon einer mit irgendwie Bait sein. Oder bestenfalls natürlich auch irgendwie mit On-Spot. Weil hier kommen eh immer Smokes und dann kannst du halt nichts machen. Bangen, na gut. Mit Glück lackt man sich halt ein, aber das passiert halt dann eher selten. So, Alternate mal direkt wieder Aggro. Wieder mit First Pick belohnt. Hälfte Damage auch direkt schon an Lord gemacht. Boah, geh bitte weg. Uiuiui. Also haben immer noch die Info, dass sie Banane sind. Oder ins Ärmchen geschossen. Und jetzt der Go. Das sollte relativ easy sein. Jetzt mal schön geschoben, auch wenn da eine Smoke liegt. Gute Smoke von. Gute Smoke von ESC und Solek. Ne, Manuel war es. Hält da einfach durch. Ich habe echt eine Namensschwäche in letzter Zeit. Echt nicht mehr feierlich. 15-6. Draw schon mal sicher für Alternate. Und ESC hat null Geld, hat eben schon sehr wenig. Wird dann sehr wahrscheinlich auch das GG sein. So, jetzt da fragt sich nochmal ein paar Spielerchen naschen. Ein paar Polen aufs Brot schmieren. So, und da war es noch Gruben. Und er darf jetzt auch kippen. Ah, einen noch gemacht. Keine Bombe allerdings. Liegt da schon irgendwie auf Spot, sehe ich gerade auf, hat da Standard-Plan-Posi. Kassiert die Fläche und ist tot. GG Alternate 16-6. Heftig. Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass Alternate das, wenn sie es gewinnen, so hoch gewinnen. Oh Mann, da wird es wieder dicken Beef geben bei SC, fürchte ich.
Aber gut, schönes Spiel aus deutscher Sicht und so kann es natürlich auch weitergehen. Denn in wenigen Minuten gibt es direkt das nächste Spiel mit deutscher Beteiligung und zwar Maus gegen Virtus Pro in der gleichen Liga in der Star Ladder. Bleibt also dran, gleich Mausbots gegen die Russen von Virtus Pro.